Die Analogie des Goldes. Kommentar zum Vers 262 von Shankara. Das, was als eine Wahrheit, die aus Unwissenheit vielfältig erscheint, was sich in Namen, Nama und Formen, Rupa und Merkmalen, Eigenschaften, Guna verändert, selber aber ewig unveränderlich ist, wie Gold, Hemavat, das ist Brahman, die absolute Wirklichkeit. Brahma Tattvamasi, dieses Brahman, das bist du. Bhavayatmani, verankere dich darin tief in deiner Seele. Er gibt hier eine Analogie, die Analogie von Gold. Ich habe schon ähnliche Analogien beschrieben, wenn du jetzt wirklich alle Verse bis jetzt angehört hast. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die aus Gold gemacht sind. Und es gibt gar nicht so viel Gold in der Welt. Höchstwahrscheinlich, wenn du einen Goldring hast, dann wurde der irgendwann mal aus Gold gewonnen, wo vielleicht früher mal Goldmünzen waren. Vielleicht war da mal ein Goldring draus oder eine Goldkette. Vielleicht war es ein Goldarmband. Vielleicht war es auch so, dass es irgendwann im alten Ägypten abgebaut wurde, das dann später von den Römern geraubt wurde, dann anschließend von den Römern genutzt wurde als irgendwo Kaufobjekt oder Bezahlung für Dinge, Luxusgegenstände aus Indien. Und vielleicht haben es dann die irgendwelche Herrscher, Steppenvölker geraubt, nach Kleinmittelasien gebracht, vielleicht davon etwas gekauft aus Persien, das ging dann irgendwann nach Europa und so weiter. So vieles ist dort vielleicht in der Zwischenzeit raus geworden. Vielleicht war es auch mal ein Zahnersatz. Vielleicht war es mal, stammt ein Teil da aus einem Konzentrationslager. So viel, du kennst nicht die Geschichte von diesem Stück Gold. So viel war das, Gold ist gleich geblieben und die Manifestation unterschiedlich. Angenommen, ich zerschlage diesen Ring, dann ist der Ring kaputt, aber das Gold ist weiter da. Angenommen, ich schmelze es ein und mache daraus eine Zahnfüllung, gleiches Gold, unterschiedliche Formen. So ähnlich, es gibt ein unendliches Brahman, ein unendliches Bewusstsein. Das nimmt so viele Formen an. Die moderne Physik macht uns das noch leichter, das zu verstehen. Denn woraus besteht die physische Welt? Aus Molekülen. Woraus bestehen die Moleküle? Aus Atome. Woraus bestehen die Atome? Aus Elektronen, Neutronen, Protonen. Im Grunde genommen alle Materie nur Elektronen, Neutronen, Protonen. Das ist alles. Ob du jetzt schöne Haare hast oder nicht, Elektronen, Neutronen, Protonen. Ob du jetzt deine Brille kaputt geht oder nicht, Elektronen, Neutronen, Protonen. Dein Auto, Elektronen, Neutronen, Protonen. Die Luft, die Nahrung, alles. Wenn du jetzt noch annehmen würdest, Elektronen, Neutronen, Protonen sind nichts anderes als Energieladungen und Energieladungen sind nichts anderes als Wahrscheinlichkeitswolken oder Energieschwingungen. Energieschwingung ist etwas, was in der Zeit ist. Zeit ist eine Illusion. Ohne Zeit ist alles gleichzeitig da, kann es keine voneinander getrennte Energie geben. Gibt es nur eine unendliche Wirklichkeit. Brahma Tattvamasi, diese eine unendliche Wirklichkeit, das bist du. Gibt keinen Unterschied. Die Unterschiede sind nur scheinbar. So wie es keinen Unterschied gibt zwischen einem Goldarmband, einem Goldkette, einem Goldring, einem Goldzahn oder die Vergoldung deiner Brille. Alles das gleiche Gold. Und so ist das ganze Universum das gleiche Brahman. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, in welcher Form jetzt Brahman auf dich zukommt. Du brauchst nicht überlegen, mag der mich nicht. Du brauchst nicht überlegen, werde ich jetzt ewig einsam sein. Brahma Tattvamasi, Bhavayatmani. Du bist dieses unendliche Brahman. Bhavayatmani, erfahre das in der Tiefe deiner Seele.